Ja, servus hier aus Pertisau. Da, wo ich und meine Familie einen einwöchigen Urlaub gemacht haben, das ist hier in Tirol. Und vor uns liegt der schöne Achensee. Umgeben von Bergen, also wandern kann man da sehr gut. Ja, da unten ist da das anschließende Restaurant. Und ich bin jetzt gerade hier in der letzten von 4 Etagen, in der Sauna-Etage. Ja, Pertisau ist ein recht ein netter Ort, eben umgeben von Bergen. Sehr viele Hotels sind da, die auch gleich an den See anschließen. Also die haben dann einen eigenen Steg zum Einige. Und auch zahlreiche Kaffeehäuser gibt es auch da. Man kann mit dem Boot fahren, man kann sich ein Rad ausborgen. Man kann auch sogar Paragliden, das was ich dann morgen auch noch mache, vielleicht mache ich da ein Video, keine Ahnung, wie es heute ergibt. Ja, und jetzt sind wir da oben im Saunabereich und jetzt habe ich extra gewartet, bis keiner mehr da ist und den sage ich jetzt ein bisschen, wie so unser Hotel ausschaut für eine Woche. Ja, das wäre dann hier der Ruheraum. Da sind Wasserbetten. Also man sinkt gleich, wenn man sie niederlässt. Und da sind solche Polster liegen. Die sind eigentlich nicht einmal so bequem, wie sie ausschauen. Aber eigentlich schauen sie ganz nett aus. Also vom Ruheraum bin ich eigentlich sehr überrascht. Oder was heißt überrascht? Sehr gut. Weiß nicht, wie man sagt. Habe ich gute Bekanntschaften gemacht, weil halt eben so schön modern ausschaut, da mit dem Feuer und so. Ja, da geht man dann weiter, da kann man sich dann was zum Trinken holen. Also da gibt es sogar verschiedene Tees und Fruchtsäfte und natürlich auch Wasser. Und da kannst du auch was nehmen. Ja, man braucht im gesamten Bereich keine Maske. Vor allem bei der Rezeption wird dann überprüft, also unten dann im Erdgeschoss, ob man negativ ist oder ob man geimpft ist. Und dann brauchst du in dem gesamten Bereich keine Masken mehr. Ja, und da sind wir jetzt dann im Saunabereich. Da sind die Duschen, da gibt es eine Regenwalddusche. Also insgesamt 3. Da war jetzt dann der Außenbereich. Und da ist eine finnische Sauna, die erhitzt auf 90 Grad ist da gerade, also 8 bis 100. Da kann ich noch kurz sein, bevor die Linsen wieder anrennt. Ja, und da ist man so ca. 15 Minuten drin und dann macht man einen Aufguss. Also den muss man sich da selber machen. Da lädt man dann ein Wasser in den Ofen rein und da sind auch immer so Geruchsstoffe drin, also so Öle. Zum Beispiel war gestern, glaube ich, Rosmarin drin, habe ich gerochen. Also ist immer sehr gut und da gibt es noch eine Kräutersauna. Die hat aber nur 60 Grad, also die ist nicht so warm, aber sehr angenehm auch mit einem eigenen Ofen. Und man riecht da die Kräuter. Ja, man hat da eben einen schönen Ausblick auf den ganzen Achensee. Ja, also er ist insgesamt 9 Kilometer lang und breit ist, glaube ich, also 1 Kilometer, also nicht recht besonders überschaubar. Ja, man kann auch, genau, mit einer Fähre kannst du auch fahren. Und natürlich auch zu Fuß eine Bergwanderung und da außen auch alles umgeben von Bergen, also voll schön, wirklich schöner Sommerurlaub. So, jetzt darf ich sagen, da geht's zu, sage ich. Da ist der Lift. Jetzt fahren wir den Lift, sage ich. Jetzt sind wir ein wenig bequem. Wir sind nicht mehr am dritten Stockwerk, aber wir wollen die Füße auf keinen Fall beanspruchen. Jetzt fahren wir das eine Stück da. Und unser ist sozusagen das zweite Hotel. Das ist das erste und dann ist eigentlich nichts mehr. Dann ist da schon der Wald und die Berge. Und da geht es dann weiter in den nächsten Ort. Und so schauen dann die Räume aus, also die verschiedenen Stöcke. Es gibt 3, wo Zimmer sind. Neben der 4. ist die Sauna. Jetzt zeige ich noch ein wenig, wie das Zimmer ausschaut. Wenn man Licht hat, dann muss man die Karten reinstecken. Ja, da ist einmal das Bad.
Servus, da bin ich. Und das habe ich auch noch nicht so bemerkt, das ist ein verstellbarer Spiegel. Das ist wirklich nice. Da kann aber zuschauen, wenn es zum Klo sitzt. Das ist auch immer ganz fresh. Ja, duschen, eben der Klo und lauter Sachen zum Aufbewahren, also zum Trocknen, Bademäntel. Dinge an Spiegel gibt es auch, damit man weiß, wenn man jeden Tag ausschaut. Nach dem Aufstehen, dann einen Kasten da, eine andere Regale, da haben wir es Licht auf, dass man irgendwo sieht. Wir haben ja. So, ja, und da ist nur ein Schreibtisch, ein Fernseher, da ist ein Bett. Eigentlich muss ich mich fragen, die ganze Zeit, wer ist auf die Idee gekommen, das Zimmer zu konstruieren, wenn man in die Mitte von einem Raum ein Bett einstellt. Das steht ja normal irgendwo an der Wand oder auf der Seite. Und auch wenn es da liegt, ist es blöd, weil du musst dir ein wenig verrenken, dass du auf dem Fernseher siehst. Normal ist der gerade, der sich irgendwie auf der Wand anbracht. Ja, und was chillig ist, da haben wir eine Sitzecke, sieht man jetzt nicht so, weil die Vorhänge vorgezogen sind, aber die ist eigentlich ganz fesch. Und auch hier nochmal einen Balkon. Und da sieht man schon die ganzen Leute unten im Restaurant. Und da sieht man auch nochmal fesch aussehen. Ja, wie gesagt, das war jetzt unser einwöchiger Urlaub. Da in Pertisau am Achensee in Tirol. Und jetzt geht es dann noch weiter nach Bregenz. Schauen wir, ob ich da noch ein Video mache. Wenn ja, dann freut sich drauf, wenn nicht, dann lasst das bleiben. Ich weiß nicht. Na gut, dann sage ich jetzt schon wieder Servus, das war's hier aus unserem Hotel und bis zum nächsten Mal.